Und was hat Kinski gesagt? Die Preußen haben uns ein neues Angebot gemacht. Sie bieten uns den Frieden an. Na bitte, ihr kriegt dein Kind und wir alle den Frieden. So, und jetzt fest atmen. Einatmen. Und was wollen Sie dafür? Sachsen und zusätzlich noch Glatz. Hoheit, wir sollten einen Kaiserschnitt in Erwägung ziehen. Auf keinen Fall! Was meint ihr? Auf keinen Fall was, Hoheit? Preußen, wir geben dem Untier keinen Zoll vom Reich. Preußen garantiert sofortigen Waffenstillstand, wenn wir ihn in die annektierten Gebiete zuerkennen. Wir müssen das annehmen. Dann könnten wir wenigstens einmal Luft holen. In Wahrheit will Friedrich doch nur unsere Kapitulation erzwingen. Habt ihr vielleicht eine bessere Lösung, Graf? In ein paar Minuten werdet ihr schlafen, Hoheit, und nichts mehr spüren. Ruf den Bartenstein! Zu spät. Wir müssen das Kind so zur Welt bringen. Wir müssen Frankreich um Hilfe bitten. Hoheit! Hört ihr mich? Ihr müsst wach bleiben, bitte! Eine Steißgeburt. Bitte nicht! Bitte, wartet draußen. Ja, da draußen geht! Was ist passiert? Lebt sie? Ihr habt einen Sohn, Hoheit. Und sie? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ein Sohn! Es ist endlich ein Sohn! Ja! 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 Ein Sohn! Ja! Caroline ist im Himmel. Wir haben jetzt einen Sohn. Horch, wie sie sich mit uns freuen. Es gibt keinen Grund zur Freude. Es ist zu spät geboren. Preußen sind im Anmarsch, bald wird es Krieg geben. Die Bayern haben uns den Krieg erklärt, oder? Ja, leider. Eure Hoheit. Frankreich ist auch in den Krieg gegen uns eingetreten. Aber wir haben Frankreich doch ganz Lothringen gegeben. Ja. Aber sie haben uns verraten.